Hallo, liebe Freunde der gepflegten Simulation und willkommen bei Nagel simuliert. Ja, ich habe mich lange nicht gemeldet und das liegt auch unter anderem daran, dass ich seitdem der Microsoft Flug Simulator da draußen ist, irgendwie nicht mehr so richtig Lust auf X-Plane habe, weil das Ding einfach so viel besser aussieht. Mittlerweile gibt es jetzt einen Freeware-Helikopter, hier eine H135, der natürlich im Vergleich zu der Rotor-Sim um einiges schlechter ist. Also das ist eigentlich unter aller Würde, das Teil. Aber es ist erstmal was. Und es wird auch jedes Mal besser. Ihr seht schon, das Cockpit hat überhaupt nichts mit der EC135 zu tun. Hier ist ein G3000 jetzt, das ist die Version 07. Ein paar Schalter sind bedienbar. Zum Starten braucht man eigentlich nur Steuerung E drücken. Weil, also das hat mit dem normalen EC135 nichts zu tun hier. Aber es ist ja erstmal wurscht, es geht jetzt hier um die Szenerie und ums Fliegen. Das Flugmodell ist einigermaßen, ich fliege jetzt hier mit dem T16000, also nicht mit meinem Pro Flight Stick Puma. Es ist natürlich auch wieder mit der Rotorsim nicht zu vergleichen, also es ist mehr ein Fun. Es ist mehr Spaß, ne? Es geht mehr um den Spaß. Aber man kann, und das wollte ich in dem Video zeigen, hier in dem Flugsimulator echt viel Spaß haben mit der neuen Fotogrammetrie, die bei einigen Städten ja verfügbar ist. Wir starten jetzt hier in Münster-Teltke, also direkt bei Münster, der Flugplatz, der kleine. Wenn ihr direkt einen wirklichen Einsatz spielen wollt, es gibt noch keine Luftrettungszentren, Szenerien. Aber man kann zum Beispiel im Süden von Osnabrück den Christoph Westphalen anspielen, sozusagen. Da ist ein Helipad durch das Satellitenbild. Aber das Luftrettungszentrum sieht natürlich nicht so aus. Das ist natürlich eigentlich ein H145. Sonst wäre halt der Christoph 2 oder der Christoph 8 hier in der Nähe. Da hat man natürlich ein bisschen längere Strecken zu fliegen dann. Das wollte ich jetzt vermeiden. So, ich gebe mal ein bisschen Stoff. Wir gucken mal. Nach Münster jetzt. Und ihr seht also die Grafik. Ich habe das. Ich zeige meine Einstellung nachher noch einmal kurz, dass ihr seht, wie auf meiner alten Knöri hier die konstant 30 Frames kriege, die ich in 4K brauche. Mehr ist natürlich schöner, aber die 30, damit bin ich schon zufrieden. Das ist immer ein 7 Jahre alter Rechner. Das einzig Neue ist die Grafikkarte, das ist wenigstens eine 2070. Aber der Rest ist eigentlich Asbach. Bis auf, na gut, also die SSDs habe ich auch noch nachgerüstet, muss ich natürlich noch dazu sagen. Also die Ladezeiten sind übrigens jetzt hier bei dem neuen Flugsimulator auch viel erträglicher als bei X-Plane. Es ist natürlich immer noch ein bisschen Warterei, aber es ist schon mal weniger. So, wir kommen jetzt hier nach Münster so langsam. Das erste, was ich jetzt anfliegen wollte, ist das Uniklinikum. Wir fliegen in kleinen Stadtrundflug, aber das erste Mal das Uniklinikum, dass man mal erstmal die Helipads sieht, die auf dem Boden sind. Jetzt wackelt er gerade ein bisschen hier beim Nachladen. Es empfiehlt sich übrigens auch, diesen Rolling Cage auszustellen. Das ist zumindest bei mir so gewesen. Denn bei längeren Flügen brach er da immer ein und hat da irgendwie auf Cage rumgeschrieben. Das habe ich also gemerkt. Seit ich dem aus habe, habe ich das nicht mehr. Vielleicht ist es auch durch die Aufnahme hier gerade ein bisschen wenig Frames. Ich weiß es nicht. Oder weil ich so schnell fliege. Mal sehen. Noch ein bisschen langsamer. Uniklinikum kommt ja auch näher. Ach, der will natürlich hier. Also ich finde es einfach total schick, hier mit der Fotogrammetrie zu fliegen.
Obwohl man natürlich sagen muss, wenn man jetzt in der Stadt landet und nah rangeht an die einzelnen Häuser oder Bäume oder was auch immer, was dargestellt wird, dann sieht man, also dass es natürlich sehr grobkörnig ist eigentlich. Also von 500 Fuß aus sieht es prima aus, aber dann, wenn man da jetzt in der Stadt landet, werdet ihr gleich noch sehen, lässt die Qualität natürlich durchaus wirklich nach. So, hier ist jetzt erstmal das Uniklinikum. Und da sind gleich zwei Helipads, die zeige ich jetzt einfach mal nur. Einmal hier im Norden sozusagen, Helipad Nord. Ich habe ja auch schon ein Video zu Münster gemacht mit X-Plane. Im Prinzip sind das jetzt die gleichen Helipads nochmal in der Fotogrammetrie-Darstellung. Also hier ist einmal das eine im Norden. Und dann gibt es noch, wenn man jetzt hier eine Kurve fliegt mit dem Ding, ist auch schon ein bisschen komisch. Aber es ist halt ein Anfang. Also ich meine, dafür, dass es noch gar keinen offiziellen Helikopter-Support gibt, im Microsoft Flight Simulator ist das schon eigentlich echt eine Leistung, so einen Teil zu basteln. Und dass man natürlich von der frühen Version jetzt nicht gleich irgendwie das Beste erwarten kann, ist ja klar. Also macht einfach Spaß hier. Da ist das, ach so, hier, das zweite Helipad jetzt hier im Süden des Klinikums. Man mal sieht, wie weit das weg ist von den Hauptgebäuden. So, dann ist es hier Richtung Süden. Jetzt habe ich da vergessen, wie die anderen beiden Krankenhäuser hießen. Hat man nämlich zwei Helipads jetzt auf dem Dach. Und das ist ja dann eigentlich noch viel interessanter. Und da kann man natürlich auch drauf landen. Ich weiß nicht genau, ich fliege jetzt hier auf Piloting Hard. Also in Assistance könnt ihr das ja einstellen. Das heißt, dann ist auf jeden Fall die Crash-Abfrage da. Und das muss ja sein. Sonst könnt ihr nicht auf dem Dach landen, sonst fliegt ihr durchs Haus durch. Ich muss gerade mal suchen, wo jetzt dieses Klinikum war. Ich glaube, ne, da sind zu weit. Die sind zu weit nördlich, glaube ich. Hier ist auch irgendein Münsteraner Sehenswürdigkeit. Leider war ich noch nie in Münster. Also jedenfalls nicht in echt. Das ist hier vielleicht mehr zu erzählen zur Stadt. Ich glaube, das war's. Das Krankenhaus. Ja, ich bin ein bisschen sehr langsam geworden. Also das Helipad kriegt jetzt hier irgendwie am Dach ein bisschen runter. Das ist irgendwie vom 3D-Objekt irgendwie nicht so richtig. Aber naja. Es ist ja keine richtige Szenerie, es ist halt nur die Fotogrammetrie. Ne? Das ist also, die Plattform ist aber da, also es ist nur das Foto da irgendwie
komisch. Ja, also so, eigentlich sollte es also ein Video sein, wohin die Reise geht. Die offizielle Helikopterunterstützung ist geplant für 2022 von Microsoft bzw. Asobo. Und das heißt, dass es dann eventuell einen offiziellen EC-135 gibt. Ich weiß nicht genau, was die planen. Vielleicht gibt es auch gar keinen Helikopter, sondern nur Payware oder Freeware. Unterstützung. Ich habe keine Ahnung, was geplant ist. Also auf jeden Fall gibt es halt erstmal diesen Freeware-Helikopter, mit dem man schon mal die Städte angucken kann. Mit dem man schon mal einigermaßen fliegen kann. So, da sind wir also bei dem einen Krankenhaus, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und ihr seht jetzt also, wenn man hier näher an die Fotogrammetrie drankommt, dann gibt es eben diese Artefakte da. Das ist also halt nicht so schön, aber wie gesagt, aus 500 Fuß fällt das nicht weiter auf. Ja, und es gibt noch ein zweites Helipad auf dem Dach. Ich hoffe, ich finde es jetzt. War jedenfalls so einigermaßen Richtung Nordosten. Und so kann man eben auch bei anderen Städten, also Deutschland ist ganz gut bestückt mit Fotogrammetrien. Ist nicht unbedingt die Großstädte, aber also Braunschweig, Magdeburg, Bremen, weiß ich jetzt sicher, sind auf jeden Fall drin, was den Norden angeht. Im Süden weiß ich schon nicht mehr so Bescheid. Es gibt aber auch flightsim.to, wo ich jetzt auch den Helikopter her habe. Übrigens auch mit dem neuen Soundpack, das ist jetzt also Version 0.7 vom Helikopter und das Soundpack, die Public Beta 1. Da gibt es alles bei flightsim.to. Ich gehe mal in die Außensicht. Hier ist es. Der Hafen, glaube ich. Ein bisschen weit vom Kurs. Ah, da ist es. Sind wir so vorhin drüber geflogen, als es so gezuppelt hat. Als ich ein bisschen zu schnell war für das Nachladen der Fotogrammetriedaten. Wenn ich schon welche Kurve fliege, dann sackt der hier total ab. Irgendwie, das ist auch nicht so richtig normal. Da ist das Helipad. Und wir müssen Kollektiv wegnehmen. Die hier ein bisschen komisch gerade. Es ist noch früher morgen. Headtracking habe ich eben deaktiviert. Irgendwie bin ich mit dem Headtracker, den ich mir da gekauft habe, nicht so zufrieden. Der Tracker aber viel besser. Leider ist er kaputt gegangen. Nochmal kaufe ich mir nicht, der ist mir zu teuer. Weil ich sowieso früher oder später dann mit VR fliege. Sobald ich den Rechner aufgerüstet habe und bin jetzt hier verflogen. Wo ist das Krankenhaus? Ach, direkt vor uns. Nur zu tief. Ja, ich weiß also jetzt nicht, man kann ja, wenn man die Städte kennt und die Fotogrammetrie dann hat, vielleicht, bei Flightsim.to gibt es halt auch noch zusätzliche Fotogrammetrien, die habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
teilweise auch von Google Maps. Da kann man eben die Helipads, die auf dem Dach sind, eventuell auch ansteuern und da landen und so. Das ist schon ganz witzig, was so Rettungsansätze angeht, die man entdecken könnte, sich ausdenken könnte. Und man hat hier natürlich im Prinzip die ganze Welt. Also ich habe ja bei X-Plane immer das Problem, wenn ich jetzt irgendwo was fliegen will, wo ich keine Luftbilder habe oder keine Szenerie habe oder was, dann muss ich immer erst da zu xplane.org und gucken, ob es das gibt und das installieren, vielleicht noch Libraries installieren und dies und das und das noch was. Das ist hier ein bisschen einfacher mit den mit der Fotogrammetrie. Natürlich braucht man vielleicht ein Luftrettungszentrum oder ein Krankenhaus, dann auch nochmal. Oder wenn man jetzt sagt, die Fotogrammetrie gefällt mir gar nicht, dann muss man natürlich trotzdem noch Szenerien runterladen für die Krankenhäuser und so. Es gibt auch bei flightsim.to auch von Nordbayern schon Helipads. So, jetzt stehen wir also hier auf dem anderen Krankenhaus. Das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich zeige noch mal kurz die Einstellungen, die ich jetzt hier habe, auf der alten Gurke, bei der Grafik. Ihr seht also, das ist Full 4K. Ich habe allerdings die das Render-Scaling auf 80 gestellt, merkt man kaum. Bringt aber ein paar Frames. VSync habe ich an bei 30 Frames per Second dann gelimitet. Und das ist bei meiner alten Kiste hier ganz gut. Das meiste habe ich auf Medium. Nur die Bäume habe ich auf High, weil ich das schön finde. Und die volumetrischen Wolken habe ich auch auf High. So, ihr seht ja schon, es ist also hier viel auf Medium oder Motion Blur, Lens Correction und Lens Flare habe ich ganz auf Off. Und die Cockpit, Glass Cockpit Refresh Rate habe ich auf Low. Also das ist halt im Cockpit dann irgendwie. Blumen habe ich noch on, aber habe ich auch schon überlegt, ob ich es ausmache. Ist halt nicht die bestmögliche Grafikeinstellung, aber sieht schon klasse aus, finde ich. Also mehr braucht man eigentlich nicht. So, naja. Jedenfalls habe ich mich mal wieder gemeldet, ihr wisst, dass es mich noch gibt. Und sobald es irgendwie einen besseren EC-135 gibt mit einem richtigen Cockpit und so weiter und so fort, bin ich bestimmt auch wieder dabei, Rettungsvideos zu machen. Ja, dann erstmal viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!